Wir haben einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei denen die Kartoffeln nicht alle gekommen sind. Vor allen Dingen die blauen Schweden sind bei einigen nicht so gut geraten. Und insofern haben wir uns gedacht, kriegen die als Kombination, als Ersatz eine andere Pflanze. Für Kartoffeln ist es zu spät, deswegen haben wir uns für den Erdbeermais entschieden. Und das ist eine Art oder eine Sorte vom Mais, der relativ kleine, spitze Körner hat, der dann eben auch relativ kleine, kompakte Kolben hat und diesen rot gefärbt, das ist ja der Name Erdbeermais. Und man kann ihn eben auch sehr schön als Popcorn verwenden. Also insofern denke ich mal, ist es eine ganz reizvolle Geschichte. Hier sehen wir die Körner auch aus der Nähe. Wir rechnen in der Regel so mit maximal 6 Pflanzen. Mais ist ein Fremdbefruchter, das heißt, wenn ich nur ein Korn stecken würde, an die Stelle, wo die Kartoffeln ausgefallen sind, würde das für die Fremdbefruchtung in der Regel nicht reichen. Deswegen setzen wir zusätzlich ein oder zwei Eimer dazu, wo ebenfalls Mais drin steht. Wir stellen uns vor, das wäre jetzt hier das Erd- oder Hochbeet, die Ecke, in der die Kartoffel halt nicht gekommen ist. Da haben wir jetzt gewissermaßen wie bei den Kartoffeln so einen kleinen Krater gemacht, so eine kleine Vertiefung. Und da kommt dann halt dieses eine Maiskorn rein. Huch, hier ist es hier lange. So. Und wird eben auch nur locker mit 1-2 cm Erde bedeckt. Sobald die Pflanze gekeimt ist, wird wie bei den Kartoffeln üblich angehäufelt, dass die nachher etwas mehr Stabilität bekommt. Die Pflanzen werden ja ungefähr 1,80 Meter hoch und sie brauchen auf diese Weise ein bisschen Stabilität. Und man muss auch die Töpfe nachher oder Eimer, in denen sie stehen, wenn es im Eimer stattfinden sollte, ein bisschen schützen, ein bisschen anbinden, dass das Ganze bei Wind nicht umgerissen wird. So, wir nehmen uns jetzt den Erdbeermais nochmal vor. Es sind 6 Korn, die wir jetzt unterbringen. Und wir machen es jetzt wirklich so, wie vorhin schon vorgeschlagen. In einen Eimer kommt ein Korn, in den zweiten kommen 2 Körner, in den dritten 3 Körner, um einfach mal zu sehen, wie sich die Pflanzen dann jeweils entwickeln. Und das können wir dann hier auch ganz schön zeigen. Machen eben auch nur das eine Korn hier rein, sieht man ganz schön. Ach, wirklich nur ein ganz kleines ja. Loch macht, also... Hier kommen 2 Körner rein, in die Böden im Abstand. Wie viel Abstand? Und hier kommen 3 Körner rein. So. Man sieht es so. Hier ja. Eins, da eins, da eins. Und das wird jetzt auch nur ganz locker mit Erde so bedeckt, dass die Körner gerade nicht mehr zu sehen sind. Sobald die Pflanzen gekeimt sind, werden wir mit weiterer gesiebter Erde auffüllen, damit die ähnlich wie beim Häufeln nachher gestützt werden, die Pflanzen. So. Dass es gerade nicht mehr zu sehen ist. Fertig.